Freunde, seid gegrüßt zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, heute mal im Laden. Da ist der Fahrradwohnwagen. Und zwar möchte ich heute endlich mal wieder rausfahren. Ich habe jetzt ja wochenlang nur am Bauwagen gearbeitet, am Tiny House quasi. Und man kriegt dann so einen richtigen Tunnelblick und ich bekomme, glaube ich, langsam eine Idee davon, wie sich es anfühlt, einen Burnout zu bekommen, wenn man einfach wirklich zu krass, zu intensiv an irgendwas arbeitet. Man bekommt dann so richtig einen Tunnelblick und da kriegst du richtig eine Macke. Ne? Deswegen bin ich froh, heute mal wieder rauszufahren mit einer neuen Kamera. Die halte ich gerade in der Hand. Ich habe ja vorher hier alles mit der kleinen Canon gefilmt. Die hat auch ihren Job ganz gut gemacht. Da waren so ein paar Sachen dabei, die mich gestört haben, wie zum Beispiel, wenn man auf Aufnahme gedrückt hat, gab es kein akustisches Signal. Du musstest immer hinten aufs Display gucken, auf diesen kleinen roten Punkt, ob letztendlich ein Bild da war. Das war eine Sache, die mich ziemlich gestört hat. Und zudem fällt das Ding, sage ich mal, langsam auseinander. Die war wirklich nur 2 Jahre im Dauereinsatz, ist mein Handwerkszeug. Ich habe alles damit gemacht, alle Projekte damit gefilmt, alle Ausfahrten gefilmt und so weiter. Ihr kennt die Videos ja. Und deswegen war ich eigentlich sehr erfreut, dass Panasonic mich angeschrieben hat, ob ich ihre neueste Vlogger-Cam testen möchte. Dann habe ich mir erstmal die technischen Details angeguckt und das war soweit alles im Rahmen. Denn ich bin nämlich relativ penibel, was Kameras angeht. Ich bin sehr froh, wenn ich ein Setup habe, was funktioniert, weil eine neue Kamera bedeutet immer irgendwo wieder sich umstellen, Zeit investieren und gucken, dass das am Ende alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Von den Daten her hat sie, wie gesagt, gepasst. Also habe ich mir gesagt, okay, riskierst du es mal, lässt dir mal eine zuschicken. Ne? Kam jetzt endlich an und ich habe damit ein bisschen rumgespielt. Und was schon mal ein riesengroßer Vorteil zu meiner alten Canon ist, neben diesem Problem, was ich gerade geschildert habe, dass es einen Ton gibt, wenn man auf die Aufnahmetaste drückt. Sprich, hier bekomme ich jetzt einen Ton, wenn ich auf die Aufnahmetaste drücke. Das ist essentiell, dass ich auch weiß, dass die Aufnahme läuft. Kann man hier unendlich viele Objektive dran machen. Bei der kleinen Canon-Serie, die ich hier vorher benutzt habe, gibt es halt nicht viele Objektive. Es gibt zwar so einen Adapter, aber direkt für die Kamera produziert gibt es sehr, sehr wenig Objektive. Und ich möchte mir keine größere Kamera kaufen. Mir ist wichtig, dass der Kamerabuddy relativ klein ist. Das ist jetzt hier bei dieser Kamera, die ich in der Hand halte, definitiv der Fall. Der Buddy ist schön klein. Ich habe jetzt ein richtig geiles, lichtstarkes Objektiv drauf. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Bildqualität dann findet am Ende des Videos und auch die Tonqualität. Denn am Ende sind das ja eure Augen und eure Ohren letztendlich für die ganzen Videos. Deswegen ist es nicht nur für mich, sondern auch ein bisschen mit für euch. Und deswegen hoffe ich, dass das Ganze euch so zusagt. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die an so einer Kamera für meine Arbeit essentiell sind. Unter anderem ein schwenk- und klappbares Display, ein ansteckbares externes Mikrofon und eben Wechselobjektive, dass ich mir das Objektiv drauf machen kann, was ich letztendlich möchte. Ich persönlich brauche nämlich sehr weitwinklige Objektive, die standardmäßig in den Kits dabei sind. Die gefallen mir nicht so. Ich brauche wirklich was, was einen großen Weitwinkel hat, so wie jetzt, was schön viel um mich rundherum zu sehen ist und ich nicht bloß mein Gesicht komplett im Bild ist. Das wollt ihr nicht haben. Ja, also ich würde sagen, wir laden jetzt hier noch die Akkus auf und dann geht's schon los. Ich werde die Kamera mit euch unterwegs testen. Darum geht es aber jetzt eigentlich nicht in dem Video, sondern es geht hauptsächlich darum, dass wir rausfahren, dass ich mal wieder entspanne, kochen, essen, im Fahrradwohnwagen schlafen. Ich habe mir auch schön die Heizdecke eingepackt hier, ne, dass es mir auch schön warm machen kann, denn es soll nämlich regnen und relativ kalt werden ab morgen. Das ist ein Wetterumschwung, Umsturz von sehr warm und trocken auf regnerisch und sehr kalt. Bin ich schon mal gespannt, wie es letztendlich wird. Was mich an meiner alten Canon gestört hat, war, dass ich immer zum Akkus aufladen ein extra Ladegerät brauchte. Und die Kamera kann ich jetzt einfach mit einer Powerbank oder hier im Fahrradwohnwagen per USB aufladen. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Wer Interesse hat, kann sich die Kamera gerne mal anschauen. Ist alles unten verlinkt, wie immer das Zeug, was ich benutze, unten verlinkt ist. So, also ich komme doch nicht ganz rundherum, um nochmal beim Bauwagen anzuhalten, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Fenster richtig zugemacht habe und das soll ja richtig anfangen zu gewittern und es wäre sehr ärgerlich. Ne? Also kurzer Spoiler, die Videos kommen bald alle nach und nach, die nächsten Tage, Wochen. So sieht es aktuell aus. No, so sieht es hier drin aus, noch ziemlich leer, aber Dämmung ist schon komplett drin und ich kann jetzt bald mit der Verkleidung anfangen, Wände reinbauen. Kabel habe ich schon ein bisschen gezogen und so weiter hier, aber das werdet ihr alles in den Videos bald sehen. Und ich habe mir es doch gedacht, ne? Ich habe mir es gedacht. Na, wenn jetzt Gewitter oder Sturm oder irgendwas kommt, das drückt es auf, es regnet hier rein, läuft durch die USB-Platte in die Dämmung, das wäre sehr hässlich, ne? Also immer schön Fenster zumachen.
Und da kristallisiert sich schon der erste große Vorteil von der Kamera raus. Ich konnte die oben auf das Dach vom Fahrradwohnwagen stellen und einschalten und hören, dass sie an ist, obwohl ich das Display in der Höhe gar nicht sehen kann. So, wir müssen natürlich auch mal gucken, ob die Kamera auch freihandfilmtauglich beim Fahrradfahren ist. Nicht nachmachen, ich weiß, soll man nicht machen. Aber ja, ich komme damit ganz gut klar. Und ja, die Kamera scheint das gut hinzubekommen. Ich habe mir gerade schon mal ein paar Aufnahmen angeguckt. Aber genau sehe ich natürlich dann auch erst, wenn ich es schneide. Ist auf jeden Fall schon mal geil, dieses lichtstarke Objektiv. Müssen sich dann auf jeden Fall bei schlechten Lichtverhältnissen, das werden wir dann heute Abend im Fahrradwohnwagen beim Kochen sehen, Film gucken und so weiter. Dann werden wir mal sehen, wie gut das Objektiv und die Kamera an sich natürlich auch mit schlechten Lichtverhältnissen klarkommt. Ach Leute, ich sag's euch, ich muss mir das unbedingt mal öfters gönnen, ey. Wenn ich so am Arbeiten bin an solchen Projekten mit dem Bauwagen, dann finde ich kein Ende. Und dann habe ich auch irgendwie gar nicht, ich schaff's nicht mal Stopp zu sagen und dann mal loszufahren. Und wenn ich es dann doch mal tue, so wie jetzt, dass ich mit dem Ding unterwegs bin oder was auch immer draußen mache, es ist einfach nur himmlisch. Also man fährt sofort runter hier, guckt euch das an. Ich freue mich schon sowas von drauf, gleich wieder mal im Ding zu pennen, abzuchillen. Ich werde mir die Tschernobyl-Serie komplett von vorne bis hinten reinziehen. Dazu habe ich ja einiges zu essen dabei, das werde ich auch dazu reinziehen. Das ist geil, ey. Das ist Lebensqualität ohne Ende, sage ich euch. Mittlerweile habe ich bei der Kamera auch noch was Positives und was Negatives festgestellt. Was Positives, es hat eine Akkuanzeige, die auch was taugt, wo man erkennen kann, wie viel Akku man noch drin hat. Wenn man erkennen war das immer so. Wenn die angefangen hat, dass der erste Strich weg war, hat das noch 10 Minuten gedauert, aber Ruhe. Und hier taugt das wirklich was. Allerdings ist der Autofokus scheinbar nicht ganz so gut wie der Dual-Pixel-Autofokus. Das werde ich dann beim Schneiden nochmal sehen. Aber ich habe das Gefühl, dass er nicht ganz so schnell ist. Wobei das natürlich auch noch ein bisschen mit vom Objektiv und so abhängt. Aber ich denke auf jeden Fall in einem verschmerzbaren Rahmen. Also wenn ich mir sonst die Aufnahmen angucke, ist Premium. Und vor allem, das ist ja nicht alles die Bildqualität, sage ich mal. Ne? Obwohl die schon deutlich besser ist als bei meiner M50. Bin ich überzeugt von, wenn ich mir die Aufnahmen vergleiche. Es ist ja auch wichtig, das Handling. Ne? Also wie gesagt, alleine, ich kann mich da nicht oft genug wiederholen. Ich bin so froh, dass die Kamera Piep macht, wenn ich auf den Aufnahmeknopf drücke. Das war bei der, das ging bei meiner Kamera vorher nicht. Ne? Katastrophe. Und hier drückst du auf deinen Knopf und bäm, es funktioniert sofort. So muss das sein. Und du hörst es, dass es läuft. Ne? Absolut geil. Allein schon das Geräusch von dem Wasser nur, oder? Das müsste man sich eigentlich in Endlosschleife über Kopfhörer geben. Den ganzen Tag. Herrlich. Endlich mal wieder draußen, ne? Herrlich! Oh, sowas Freches! Aber sowas Freches! Wenn du denkst, dass du mit den nassen Beinen jetzt hier reinkommst, hast du nicht geschnitten. Das ist halt ein bisschen grob. Ihr müsst das verstehen, wir hatten Angst generell. Vitamin D soll verboten werden. Das war ein Artikel. Der war auf der Seite von vitamindservice.de. Ja, wie war das denn für dich? Ja, Homeschooling ist es ja leider nicht, sondern wir mussten ja im Prinzip als Eltern... Ja, wissen wir, dass Kartoffelchips für Hunde nicht so gut sind. Also sind welche, die ganz wenig Gewürze haben und so ein, zwei gehen mal, ne? Würdest du auch sagen, oder? Ja,
Was an der Kamera auch richtig gut ist, die Farbprofile, die dabei sind, die sind wirklich brauchbar. Da muss man nicht ewig noch dran rumbearbeiten oder irgendwie das Farbprofil verändern oder nachbearbeiten dann beim Videoschnitt. Die sind so, wie sie in der Kamera sind, tauglich. Und das erspart natürlich auch extrem viel Arbeit. Immer wieder erstaunlich, wie heilsam das ist, wenn man einfach mal rausgeht, keine Häuser sieht und so weiter, den Wind in den Bäumen rascheln hört, die Sonne sieht, ein bisschen Wasser sieht. Also mein Geisteszustand im Gegensatz zu gestern, wo ich noch wie verrückt den ganzen Tag am Bauwagen gearbeitet habe, das ist ein Welten. Unterschied, ne? Also das ist herrlich, kann man nicht oft genug sagen. Was halt nur schade ist, gibt halt immer weniger Möglichkeiten, beziehungsweise gerade in Deutschland leben immer mehr Menschen, es wird alles immer dichter besiedelt, es wird immer mehr reglementiert. Was ich hier letztendlich mache, ist garantiert auch verboten letztendlich, ne? Aber ich will mir das auch nicht alles, sag ich mal, verbieten lassen. Ich verhalte mich ordentlich in der Natur, ich nehme meinen Müll mit. Ich habe hier am See schon sehr, sehr oft alles wieder aufgeräumt. Beziehungsweise, was heißt aufgeräumt, also Müll eingesammelt, ne? Weil es gibt ja Leute, die sind nicht in der Lage, ihren Müll wieder mitzunehmen, sondern der wird dort fallen gelassen, wo sie gerade sind, was natürlich auch dann dazu beiträgt, dass sowas verboten ist. Wir haben für unsere Autos einen ziemlich coolen Campingspot in unserer alten Heimat gehabt, da waren wir regelmäßig mit unserer Freundin zum Campen an dem See, das war total geil, ne? Da haben wir den Platz immer ordentlich verlassen, aber natürlich sind auch andere Leute gekommen und die haben dort massenweise ihren Müll in den Wald geschmissen, ne? Irgendwelche McDonald's-Tüten und hast du nicht gesehen. Ende vom Lied, jetzt ist eine Schranke davor, darf keiner mehr reinfahren. Und hier habe ich schon vom See unten Teppiche und was weiß ich nicht, alles für einen Mist mit hoch zu den Mülleimern geschleppt. Das ist unglaublich. Auch diese Einweggrills, das wird einfach alles liegen gelassen. Ne? Da sind vielleicht so 5%, sage ich mal, der Leute, die hier rumrennen, die sich so benehmen oder noch weniger. Aber aufgrund dieser 5%, die sich so daneben benehmen, dürfen dann alle anderen drunter leiden. Ne? Weil es geht natürlich so nicht, dass die Natur so vermüllt wird. Ein was Negatives ist mir in der Kamera auch noch aufgefallen. Die hat ja Zeitraffer und Slow-Mo-Funktion. Die Slow-Mo ist ganz okay mit 120 Bildern pro Sekunde. Also man kann dann um den Faktor 4 verlangsamen und hat dann noch 30 Bilder pro Sekunde. Allerdings der Zeitraffer ist eigentlich unbrauchbar, weil der einfach nicht niedrig genug einstellbar ist. Die schnellste Stufe sozusagen sind 4 Bilder pro Sekunde. Das ist viel zu viel. Ich brauche in der Praxis so ein Bild pro Sekunde oder alle 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden ein Bild, ne? Das heißt, das wäre nicht schlecht, wenn man da einfach die Möglichkeit hätte, beim Zeitraffer einzustellen, dass man gerne, was weiß ich, alle einer Sekunde ein Bild haben möchte. Weil achtfach, also 4 Bilder pro Sekunde bei 30 Bildern pro Sekunde Endmaterial ist einfach nicht zeitraffrig genug. Und wie stellst du das alles bei deiner Kamera ein? Hm? Sag mal, rückst nicht raus mit der Sprache, hä? Dein Geheimnis. Ja. So, jetzt nehmen wir das Ganze nochmal auf. Ich habe die Kamera falsch eingestellt. Das ist der Heiko, der ist gerade spontan vorbeigekommen, hat das hier erkannt. Er hat auch YouTube-Videos geschaut von uns und du willst auch so ein Fahrradwohnwagen nachbauen. Genau, so ist das. Und wie immer im Leben, im Kopf ist er schon fertig. Da habe ich ihn schon hinten dranhängen. In der Praxis dauert es noch ein bisschen länger. Ja, ist doch ein schönes Herbstprojekt im Winter. Und auf dann jeden Fall. Nur, dass es warm wird. Und wenn du fertig hast, dann treffen wir uns hier mal und dann zeigen wir das den Leuten auch nochmal. Ne? Genau, das kann man gerne machen. Also na, Heiko. Dann. Viel Vergnügen allseits. Jo, tschüssi. Das ist wirklich eine Mindset-Frage. Wo ich heute aus dem Laden raus bin, dachte ich mir, jetzt musst du deinen Kopf wieder umstellen. Das werden dich wieder einige Leute draußen erkennen. Und dann gehe ich auch viel aufgeschlossener an die ganze Sache ran. Und heute sind es schon drei oder dritte war das, glaube ich, heute insgesamt. Und ja, ich komme natürlich nur zu nüchtern. Ich wollte eigentlich bei der Tschernobyl-Serie gucken und was zu essen machen. Jetzt ist es wieder über nach 18 Uhr. Aber trotzdem immer wieder erfrischend. Und ich merke auch, wie mir das gut tut, mal mit anderen zu reden. Aber manchmal nimmt es halt trotzdem Überhand. So langsam zieht auch das Regengebiet an hier. Das wird dann zwar erst die Nacht losgehen, aber wir machen uns jetzt unser Abendbrot und jetzt fangen wir unsere Serie an, oder? Du freust dich auch schon auf Tschernobyl, oder? Nein? Das willst du lieber gucken? Ja, also heute wird es ein bisschen simpel hier. Und zwar habe ich hier noch so indische Bohnengerichte. Gefällt mir sehr gut. Die mache ich mir mit ein bisschen angebratenen Zwiebeln und so ein paar Glasnudeln zurecht. Und natürlich darf am Ende Knoblauch nicht auch noch fehlen.
Schnecke, willst du von den Nudeln noch was abhaben? Hm? Du, ja? Wirklich? Soll ich den kleinen Teller fertig machen? Also ich habe jetzt schon deinen Teller fertig gemacht, aber du musst noch ein bisschen warten, ja? Das ist noch zu heiß. Ich weiß, ich habe für uns schon besser gekocht, ne? Aber so schlecht ist es nun wieder auch nicht. Wer die Serie Tschernobyl noch nicht kennt, ich verlinke die mal unten, wenn ich es nicht vergesse, ist mit einer der besten Serien, die ich meinem ganzen Leben gesehen habe. Alles schon aufgegessen, Nachschlag gibt's aber nicht. So, die ersten beiden Folgen sind schon geschafft, es wird langsam frisch. Ich habe mich jetzt schon die ganze Zeit darauf gefreut, mal die Heizdecke auszuprobieren. Das ist hier so eine 12 Volt USB, Quatsch, USB 12 Volt Heizdecke, so mit 50, 60 Watt. Ja, ich mache sie gleich an. Und das Coole ist, ich kann die halt auch über Nacht laufen lassen. Kostet mich zwar in der Nacht ungefähr über Nacht so 15-20% Akkukapazität, aber du hast die Wärme konzentriert an dem Punkt, wo du sie hinhaben willst, am Körper. Karin will sich einbilden. Warte doch mal 5 Minuten. Denn meine Gasheizung, die ich hier draufstellen kann, die kann ich natürlich nicht in der Nacht anlassen. Das wäre zu gefährlich. Kann man schon, aber muss nicht unbedingt sein. Und da ist so ein Ding ziemlich cool. Mal gucken, was die bringt. Wenn du mal 5 Minuten wartest, dann baue ich es auf, ja? Ein Lübser. Die Heizdecke machen wir schön unten hin, da gibt die schöne Wärme von unten. Und da drüber machen wir schön unsere normale Decke. So Schnecke, dein Bett ist fertig, komm. Napp. Lass ab. Das wird bestimmt viel zu warm, ist ja eigentlich auch nur ein Test. Ich schlafe ja bis 0 bis minus 5 Grad ungefähr schlafe ich ohne Decke. Ohne Heizung komme ich ganz gut klar. Aber wir wollen es ja mal ausprobieren. Ja? So, auch schön Rotlicht am Start, da wird es richtig gemütlich. Also die Heizdecke hat 240 Watt, aber die macht so ein Ballett. Also dadurch, dass sie ja unter der Decke und unter mir ist, reicht das völlig aus. Das ist quasi fast so, wie wenn noch ein Mensch mit unter der Decke ist. Also da ist es richtig kuschelig warm und verbrauchst halt relativ wenig Strom. Das ist echt gut. Wenn du den Raum jetzt elektrisch heizen würdest, würde die Batterie vielleicht 1, 2, 3 Stunden halten, dann ist es vorbei. Und so kannst du den ganzen Tag, 2 Tage heizen mit. Es fängt an zu regnen. Herrlich. Das wird gleich noch viel toller. Oh yes, das knüppelt gleich richtig runter hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Ach, die ganze Nacht durchgeschüttet. Hier drin ist schön trocken geblieben. Ich habe dann, nachdem ich mir noch eine Stunde schön den Regen angehört habe, bin ich dann gleich wieder eingeschlafen. Und jetzt werde ich mich langsam aufmachen, denn ich bin eingeladen zum Frühstück bei Bärbel. Und wie hat denn der kleine, dicke Zwiesel geschlafen? Hm? Wie sieht denn dein Bett aus? Hier, guck mal, hier, so geht das nicht. Da es ja die ganze Nacht geregnet hat, wäre ich eigentlich gern jetzt auch im Bauwagen gewesen, um zu sehen, ob das alles dicht ist, was ich da gebaut habe. Ich werde dann wahrscheinlich auf dem Heimweg nochmal anhalten und mal reingucken, ob alles noch trocken ist. Du musst dir erstmal die Füße sauber machen, bevor du wieder reinkommst, du altes Dreckschweinchen, du. Hm?
So, und schon sind wir da schön on the road. Herrlich. Gleich wieder früh unterwegs zu sein, aber kennt ihr ja das übliche Gesülze, ne? Ich werde jetzt nochmal schnell einen Bauwagen anhalten, dann nehme ich euch nochmal mit. Da gucken wir mal aufs Dach, wie es da aussieht, wie das Wasser sich gesammelt hat. Ich hatte das schon mal mit einem Eimer ausprobiert, müsste eigentlich passen. Schauen wir mal. Ja, ich habe jetzt das Videomaterial heute früh nochmal von gestern Abend gesichtet und muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Also die Aufnahmen scheinen deutlich klarer auszusehen, wie das dann bei YouTube letztendlich ankommt, weil YouTube das ja auch nochmal runterrechnet, ist ein anderes Ding. Müssen wir uns mal anschauen. Und die Sache mit dem Autofokus hat sich auch relativiert. Der ist zwar ein kleines bisschen träger, das könnte aber auch an dem großen Objektiv liegen, da muss der einfach mehr bewegen, ne? Aber trotzdem relativ präzise, also mehr als ausreichend. So, jetzt bin ich ja mal gespannt hier, wie das jetzt hier oben aussieht. Na, sehr gut, genauso sollte es sein. Das Wasser sollte hier in die Richtung laufen, wo der Abfluss ist. Und ansonsten ist hier nichts auf dem Dach stehen geblieben, außer natürlich am Rand hier ein bisschen. Das ist aber normal, weil hier quasi kein Abfluss ist. Aber so soll es sein. Sehr gut. Das ist übrigens ein EPDM-Dach. Das seht ihr bald im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos. So, na, hier hinten, wo der Abfluss ist, sieht auch alles schön trocken aus. Ich habe das so konstruiert, dass selbst wenn aus irgendeinem Grund mal das Rohr verstopft sein sollte, dass das Wasser einfach dann hochsteht und dann oben über die Dachkante abläuft und nicht in den Innenraum. Hier innen wollen wir dann auch gleich noch Regenwasser sammeln und so Trinkwasser mit einer Solaranlage aufbereiten. Hier soll dann oben aufs Dach ungefähr 2,5 kW Solar. Und hier an der Wand, die Richtung Süden ausgerichtet ist, sollen auch nochmal ungefähr 1 bis 1,5 kW Solar. Dadurch haben wir auch selbst im Winter noch eine relativ gute Ausbeute, wenn die Sonne tief steht. Mit der Solarenergie will ich dann eventuell ein E-Auto aufladen, sowieso die E-Bikes und so weiter. Irgend so ein günstiges E-Auto, was du hier gebraucht kaufst, wo du so eine 20 kW Batterie drin hast. Einfach als günstige Pufferenergie noch zusätzlich zu den 10 kW, die dann in den Hänger reinkommen. Und wie gesagt, wir wollen dann gerne Wasser destillieren, das aufbereiten zum Trinken. Eventuell auch so ein Showerloop, dass man quasi endlos duschen kann mit 10 Litern Wasser zum Beispiel und so 90-95% Wasserersparnis hat. Solche Sachen sollen letztendlich da noch rein. Eventuell auch noch eine Wärmepumpe, die gleichzeitig zur Wärmegewinnung und zur Kältegewinnung dient. Ne? Also quasi eine Klimaanlage. Bei so einer Wärmepumpe hast du ja um den Faktor 4 weniger Energieverbrauch, als du effektiv Heiz- oder Kühlleistung hast, circa, soweit ich das recherchieren konnte. Ist schon ziemlich cool. Aber ich will nicht zu viel verraten, seht ihr alles in den nächsten Videos. Das war's dann jetzt mit diesem Video. Freut mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Lasst euch gut gehen und bis später. Ciao.